stell das sich. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Das ist geil. Alles, was du kannst, kommt von mir. Träge. Du bist mehr in der Macht unterlegen. Okay, da kann ich eigentlich nur im Prinzip die Schwertkünste aktivieren. Ah, da muss ich extra die Attacke machen. Schau dir das an. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Die Antwort. Uff. Eiskalt geil. Ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten. Und euer Opfer ehren. Und vergiss nichts. Beharrlichkeit tötet den Pfad. Oh, wir haben's geöffnet. Geiler Weg. Geiler Weg. Leute. Wir haben es extra öffnen müssen und die haben es einfach ganz chillig hier, Alter. Die haben die ganze Zeit einfach nur warten müssen auf mich. Na, jetzt will ich mir da ein bisschen verarscht hier. Alter, für was haben wir das ganze Jedi-Ding da abgezogen? Wenn da eh jeder 0815 schubselt, da eine kommt. Verhindert, dass er sich bewegt. Komm her, Alter. Komm her. Perfekt. Na komm. Na, Alter. Jetzt aber. Ja, Alter. Genau jetzt, Alter. Bald ja auch nicht. Na, was ist? Da komm ich aber nicht auf. Na, da glaube ich, werde ich nicht aufkommen. Aber da komm ich auf. Ja, da müssen wir. Ja, schaut eh so danach aus. Ja. Immer den Weg. Ich sag's nicht immer wieder. Wie ein Maulwurf. Na, moin. Geht doch. Aufpassen, es kann immer irgendwo in irgendeiner Ecke wieder irgendeiner mit einer Keule herum abhängen. Aber wieso habe ich denn hier? Der Ort ist verflucht. Achso, vielleicht weil ich schon mehrere Dinge eingesammelt habe. Wir haben einen Pakt. Das kann sein. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Das kann sein, das kann sein. Weil ich schon mehrere gesammelt habe. Also kommen wir doch vorbei. Na schau. Aber ich finde es so arg, Leute. Wir da, dies, das, jenes, schauen, dass wir da durchkommen. Haben sogar dann auch noch unser Schwert einge... Also unser Lichtschwert meier gemacht. Und die... Ja, wir sind drin. Dieser Mann das hat uns Vergeltung versprochen. Ganz nett. Unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Brauchen wir da irgendwas? Irgendwas Bestimmtes? Oder hätten wir auch einfach zu dir gehen können? Gehen wir einfach zur Tür? Hätte ich gesagt. Aber vielleicht kommen... Oh ja, na fix, wir kommen einfach durch. Da schau dir den Spalter an. Aber auf alle Fälle. Ein bisschen... Ja, es kann ein bisschen eng werden. Bauch einziehen, komm! Oh, was haben wir denn da Schönes? Was Rotes? Ui. Kehrst also zurück. Uff. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Merrin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ist das der Typ ganz hinten? Habt ihr das gesehen gehabt? Da ist irgendjemand. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikus. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Leute, dann sollten wir eigentlich normalerweise dann eigentlich hier richtig gechillt durchlaufen. Theoretisch geschehen. Theoretisch geschehen. Könnte man. Dort liegt dein Ziel. Könnte man durchkommen. Kannst du gehen. Ohne dass jetzt irgendwelche Keulenschwinger daherkommen. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt haben. Sehr fix der Wichser, Alter. Sowas von der Wichser. Der wartet ja schon drauf, dass wir ihn schlachten. Dass wir mehr machen. Hat mich nie abgeschreckt. Na wart, da habe ich aber noch was gefunden. Scan haben wir auch durchgeführt. Ich hoffe, dass mir da halt nichts geschieht. Weil ich will ja jetzt nicht unbedingt nur extra Leben verlieren. Das schaut eigentlich hier relativ positiv hier aus. Ja. Also glaube ich eh nur das, gell? Ja, eh nur das Echo und das war's. Hier ist was Furchtbares geschehen. Bist du deppert, das hat aber viele hergeben. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Bist du narrisch? Das hat aber viele Punkte jetzt hergeben. Na dann, let's go. Ich bin gespannt, was er jetzt dazu zu sagen hat. Hi. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Cal. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Er erstickt von der Tradition. Er taubt durch unseren vergangenen Ruhm. Er blindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Na da. Was? Er hat rote Lichtschwerter? Seit wann ist er ein Sith? Ausweichen wird dich nicht retten. Wieso hat er sowas am Start? Ordentliche Abwehr. Wieso? Wieso hat das sowas am Start? Ohne Spaß. Weiter. Ich habe mir gedacht gehabt, der ist einer von den Jedi. Also, er hat ja erzählt gehabt, dass er einer von den Jedi Orden, oder? Ne, der hat das erzählt gehabt, soweit ich weiß. Fuck. Du triffst mich nicht. Der hat aber gute Verteidigung am Start. Uff, jetzt. Ja, genau, jetzt.
Jetzt haben wir ihm gegeben, oder? Jetzt haben wir die Chance gehabt. Das ist gut so. Das ist eine geile Attacke gewesen. Das hat mir jetzt viel gekostet. Komm schon! Hat er wohl nichts gepackt, die Attacke, ja? Ich bin zu schnell für dich. Ja. Das war Arsch jetzt. Wollte irgendwie abwehren, aber dann habe ich das Rote. Dann war es sowieso schon vorbei. Du bist schnell. Bemerkenswert. Wahnsinn, oder? Komm schon! Aber dafür haben wir ihn jetzt wieder. Ein bisschen ein kleines Sticker noch. Ah, das war nix. Okay, komm, Alter. Uff. Ja, da können wir wieder ein bisschen. Ja, genau. Ideal. Uff. Geiler. Ja, Mann. So will ich das sehen. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Ihr habt kein Recht auf das, Tormir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Alter, jetzt ein Zweierkampf. Zweierkampf jetzt, Bombe. Was? Jetzt wieder alleine? Geh, komm. Das Problem ist bei dem Gegner, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Er macht einfach viel zu wenig. Das war gar nicht. Das war knapp. Ach, Gott sei Dank. Jedes Mal bei dieser heftigen Attacke, Alter. Puh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp, Leute. Jetzt wird's knapp. Das war nix. Das ist nicht normal, Leute. Uff. Jetzt soll ich ein bisschen wieder erhetzen können. Aber auch nur, wenn einmal die Macht da ist. Sonst geht einmal nix. Uff, 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 uff. Ah, komm. Ah, das ist so Arsch. Oh, fast wäre ich durchgekommen. Wieso hat denn das nicht klappt, Alter? Schon wieder mit dieser Drecksmacht. Wir haben fast keine Macht gegen diesen Typen. Am besten ist es immer, wenn wir gegen ihm die Macht einsetzen. In den perfekten Momenten, aber wenn die dann wieder keine Wirkung hat. Manchmal schon, manchmal nicht. Das ist Arsch. Das ist halt Arsch. Aber machbar. Das muss man sagen. Machbar ist er. Vielleicht hätten wir sowieso gleich mal von Anfang an mit ein bisschen mehr Leben auch reingehen können. Beziehungsweise, wenn wir jetzt zu dem Baum reingehen. Normalerweise also Baum. Bei unserer Jedi-Stelle, wo wir uns wieder heilen, etc. Mal schauen. Jetzt schaue ich mir mal die Attacken da an. Ich hoffe, da geht was weiter. Das Geschissene ist, dass wir ja die Gegner da haben. Oh ja. Oder machen wir das. So, warte, ich habe ja das damit die Stem-Dinger-Bums da, okay? Wo ist denn das überhaupt mit dem? Dass ich da alle oder mehrere. Na, so nicht. Irgendwo habe ich das ja, dass ich da jetzt, dass ich da mehrere da so. Ja? Ah, okay. Ja, schau. Ja, aber bei uns klappt das nicht. Oder es muss ganz nah sein. Naja, wenn das ganz nah ist, dann ist es Arsch halt, weißt? Ganz nah ist Arsch.
Ja, unbedingt, weil die Attacke nehmen wir doch sehr gern. Ja, das. Warum kann ich die jetzt nicht aktivieren? Also, kann ich eh. Hat mir jetzt so ausgeschaut. Wie könnte ich das plötzlich nicht? Achso, das war. Achso, das war eine andere. Okay, ja, wurscht. Ja, wir haben zwar halt nicht doppelt gemoppelt, aber ist ja wurscht. Ja, vielleicht wäre es ja auch nicht schlecht, wenn wir gegen ja mit einem doppelten Ding kämpfen. Könnte man auch ausprobieren. Vielleicht tun wir sich da ein bisschen einfacher. Müssen halt nur schauen, dass sie da eine schießt und der. Dass da irgendwie herumschießt. Perfekt. Cool. Unbedingt von dem Boy nicht getroffen werden. Puh, passt. Geht doch. Dann hindurch und dann auf zum Juxel. Mit ein bisschen wenigstens mehr Leben und mit einer neuen Fähigkeit. Aber die Fähigkeit wird uns wahrscheinlich eher weniger was bringen, aber immerhin wird die Show etwas können. Immerhin. Ich finde auch, wir sollten, wenn es möglich wäre, unsere Spezialattacke aktivieren. Wenn er dann schon irgendwie so schwankt, weißt du, was ich meine? Ich hab's kaum gespürt. Oh, schade. Du bist nicht stark genug. Du bist schnell. Bemerkenswert. Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Uff, wieder. Ah, da war er jetzt zu weit weg. Geh, cool. Ah ja, so voll ein Frontalangriff wären. Ist ein Geschöpf oder Verteidigung hier? Ja, das tut weh. Das tut weh, ich hoff's. Ah, der geht dann, fliegt dann nicht mehr weg oder irgendwas. Ich bin zu schnell für dich. Dabei macht ihr ja noch nicht diese eine extra Attacke. Das ist dann wenigstens praktisch. Kann man das wenigstens noch ausnutzen. Ah, oh, das wäre praktisch jetzt gewesen. Du bist ein Nichts. Ja, da hätte er ein bisschen aufpassen sollen. Hey, das war jetzt wieder Arsch, das war Urarsch. Es mangelt dir an Raffinesse. Ausweichen wird dich nicht retten. Das war gar nichts. Du bist nicht stark genug. Jetzt muss man wieder schauen, dass wir viel ausweichen. Ah, genau so eine Attacke, Alter. So unnötig. Das kostet einfach nur. Ich wollte eigentlich zurückwerfen. Du verzögerst nur das Unvermeidliche. Weißt, plötzlich macht er eine Attacke noch zusätzlich vorher, kann das nicht? Plötzlich kann er es doch, das ist ein Wahnsinn gegen den Typen. Er ist einfach geiler. Ist aber schwer und gut. Bin man da teilweise so unsicher gegen ihn? Du bist zu langsam für mich. Plötzlich kann ich ihn nicht mehr so direkt angreifen, weißt? Ja, hin und wieder schon, weißt? Dann wieder nicht. Ja, da ist er wieder so wasch. Du wirst mich nicht besiegen.
Shit. Noch eins, oder? Unnötig. Es ist eh nicht mehr so viel. Und dann ist er eben wenigstens ein bisschen gefickt. Du bist schnell. Komm schon. Oh, Alter, genau jetzt, Alter. Das ist so praktisch gewesen. Immer diese gleiche verfickte Attacke hier, Alter. Das ist nicht normal. Immer diese gleiche Attacke. Das ist nicht normal. Puff. Immerhin ein bisschen, aber ich bock ihm nicht. Mangelt dir an Raffinesse? Immerhin haben wir jetzt ein bisschen gegeben. Uff. Ja, immerhin. Alter, das hat aber wieder natürlich so einiges gekostet. Immerhin ein bisschen. Nein! Oh Gott sei Dank! Immerhin! Oh, das hat ihn jetzt gegeben. Das hat ihn jetzt richtig schön gegeben, Alter. Unnötig. Ja, immerhin. So ein bisschen auf Nummer sicher. Jetzt stoßt er mich wieder weg. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, Mann. Ich hab's gehabt. Oh, yes. Oh, ja, Mann. Ja! Ja, Mann. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Uff. Shit. Wir haben es geschafft. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Ah, chillig. Ideal. Wir müssen eigentlich sowieso nur mehr. Oh, na super. Kannst du mir auch noch Nummer schicken? Das würde mal eher unmöglich sein, aber und da? Okay, da ist sowieso nichts. Ja, definitiv meditieren. Ach du Scheiße. War ein geiler Kampf. Muss man sagen. War ein guter Kampf. Hat bloß sehr Tag. Allein schon, es war eine gute Stärke. Er war schon schwer. Muss man schon sagen. Also schwer war er schon. Hat eine gute Balance gehabt und musste wirklich herausfinden, was da für Attacken da sind. Also es war schon Dark Souls-Style. Also das muss man schon so, also vom Stärkegrad her. Hat schon Pep gehabt. War schon eine gute Herausforderung. Aber trotzdem dennoch ein bisschen angenehm, weißt? Also nicht so frustrierend wie die anderen.